Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ganz genau. Oh oh, da vorne kommt schon wieder was sehr Flinkes angerannt und irgendwo habe ich komische Geräusche gehört. Ich glaube, das war die Brücke. Muss mir egal sein, ich lähme dich. Und werde mal ein bisschen hier was anderes trainieren. Sowas hier, ja. Stirb! Du Ungeheuer, du. Na? Hast du bald genug? Und wie du genug hast, ich sehe es schon. Maros gemeint, was hast du denn hier? Drei Dietriche des Lehrlings, die nehme ich nur allzu gerne an mich. Und falls da hinten noch mehr sind, das ist aber eine verdammt große Sklavenhöhle, kann das sein? Vielleicht finde ich hier ja auch mal was Schickes, so als Belohnung. Und nicht nur 1000 Leute, die mir ans Leder wollen. Auf sehr effektive Art und Weise. So, Jammer brauche ich nur echt nicht. Der verschlossene Raum? Hey, meine Fertigkeitssicherheit wurde erhöht. Mein Level-Up ist auch schon in greifbare Nähe gerückt. Doch den Intelligenzpunkt werde ich mir schon mal notieren. Jetzt bin ich bei 4. Sehr schön. Sklavenschlüssel, den habe ich zwar schon, aber doppelt hält besser. So, das kriege ich ja wohl auf. Das kriege ich ja wohl auf. Geht doch. Und da drin finden wir schön nichts, da auch nichts. Super, Dankeschön. Genau dafür prügelt man sich durch eine Höhle, damit man am Ende leere Truhen findet. Hey, Ondusis Schlüssel, Trank der Flinkheit, kyrillischer Weinbrand, her damit. Brot, Müll, Müll, Müll. Hey, was zum Aufschließen? Diesmal klappt's auch sofort und wieder ist da nichts drin. Ist doch wirklich schon Majestätsbeleidigung, nenne ich das. Flynn. Und hier habe ich einen kleinen Grafikbug und kann hier durch die Wände sehen. Ja, sowas passiert mal. Ne, hier ist auch nichts. Toll. Super. Naja, immerhin habe ich hier wieder einiges an Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel, dass ich unbedingt mal besser werden muss. Hey, da unten ist ja Wasser. Warte mal, da unten war ich doch schon, ne? Bin ich nicht erst da unten rübergelaufen und dann und so? Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Obwohl, ich habe hier irgendwas noch nicht gesehen. Stimmt, in einer Abzweigung. Eine Abzweigung gab es und da bin ich den einen Weg lang gelaufen und jetzt gibt es hier noch den anderen Weg, ne? Wie das so ganz typisch für Abzweigung ist, Alex, ja. Genau. Genau, hier sind die ganzen komischen aussehenden Sklaven. Khajiit hat dir nichts zu sagen. Khajiit hat mir nichts zu sagen. Ist ja hochinteressant, was du mir nicht zu sagen hast. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt auch mal alle Feinde hier drin besiegt habe. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Hey, cool. Vielleicht gibt es hier noch endlich mal ein bisschen was abzugreifen. Hast du was? Oh. Wieder so Tränke zum Verticken. Ne, der ist Müll. Seelensumpf. Flynn bringt immer ein bisschen Kohle. Sieht hier aus. Im Seelensumpf finde ich irgendwie anscheinend tausende von. Kann das sein? Ist anscheinend ein sehr, sehr beliebter. Und dieses Schlüssel finde ich auch tausende von. Aber gegen den habe ich ja nun gar nicht einzuwenden. Zwei ist für die Seelensumpf gleich. Das ist langsam echt ein bisschen sehr auffällig, Leute. Und Onduses Schlüssel, um mal ein bisschen Abwechslung in die Schriftrollen so zu bringen, ne? Man darf ja nicht immer dasselbe aufheben, sonst wäre es ja langweilig im Spiel. So, was ist das denn? Netzstederschild. Auch Quatsch. Onduses Schlüssel. Der Trank ist für den Arsch. Obwohl, nein, fürs Popöchen. Ne? Ärsche gibt's ja nicht in diesem Let's Plays. Doch. Je öfter ich es sage, desto schlimmer mache ich es. Von daher werde ich jetzt einfach nur noch Popöchen sagen. Das werde ich aber eh in 2 Sekunden wieder vergessen haben. Von daher vergesst es selbst auch gleich direkt. Dann habe ich es eigentlich nie gesagt. Trank der Präsenz, Flinkheit, bla bla, Seelensohn, bla. Oh, immer dasselbe hier. Ist doch langsam. Naja. Immerhin dürfte ich ja ein bisschen Geld gemacht haben. Das stimmt wohl. Ich sage jetzt nicht, was das für eine Schriftrolle war. Ihr habt gelesen, dass es mal wieder etwas war, was ich schon öfter hatte. Oh, ist das auffällig. Tragen, noch mehr Arsche, Kartoffeln. Müll, Müll, Müll. Ich will es gar nicht mehr vorlesen, was da steht immer. Es ist doch wirklich. Ja, da merkt ihr, ich habe jetzt momentan. Welche Stufe habe ich eigentlich? 4, ne? Ja, genau. Stufe 4. Und da gibt es einfach eine festgelegte Liste von Sachen, die ich mit einer Stufe 4 so in Kisten finden kann. Auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal was richtig Besonderes finde.
aber halt wirklich sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und das wird immer höher, je höher mein Level wird. Dann finde ich später wirklich nützliche Sachen ohne Ende in Kisten und Truhen. Also nicht ohne Ende, man wird auch trotzdem noch viel Quatsch finden, ist ja auch normal. Aber man findet mal eher wirklich was Sinnvolles. So, dafür, dass ich eigentlich dachte, dass es hier nur einmal kurz in diese Höhle reingeht und wieder raus und alles ist super, war ich hier ein bisschen lange unterwegs. Und da habe ich doch fast vergessen, wo wollte ich ursprünglich eigentlich hin? Nach Lauard, genau, da wollte ich hin. Da wollten wir nämlich für die Diebesgilde so eine Quest machen und wir sollten diesen Fettis in Lauard besuchen, weiß der Teufel. Wir sind Feinde in der Gegend. Ach, scheiße, ich will rasten. Denn wer rastet, der rostet. Nein, das macht keinen Sinn. An dieser Stelle macht es wirklich keinen Sinn, diesen Spruch zu nutzen. Kann ich hier rasten? Ja, also geht doch. Warum nicht gleich so? Und meine Rast wurde nicht mal gestört zur Abwechslung. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Ich glaube, ich bin noch in der richtigen Richtung. Ja, genau, ich kam von da unten. Denn irgendwo hier soll es ja Richtung Lauard gehen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie Lauard aussieht. Das ist schon eine Weile her, dass ich dort war. Nicht gerade einer der Orte, die man so häufig mal im Spiel besucht oder so. Gibt es hier hinten irgendwas? Das sieht schon wieder so wegemäßig aus. Nee. Nee. Was da hinten? Nee, so Steinformation. Okay. Okay. Da ist ein Skript, aber dort ist ein Wegweiserschild. Hoffentlich muss ich da hinten ins Grüne. Ich will ins Grüne. Sag nicht, Lalowat geht nach da. Ja, Selanin liegt nach da. Das ist beruhigend. Aldrun, genau, Morgel lauert. Alles klar. Also reisen wir mal weiter und weiter. Irgendwann werden wir schon da ankommen. So weit kann es ja nicht sein. Oder? Ich hoffe es. Wäre natürlich ironisch, wenn ich jetzt zuerst nach Aldrun komme, weil dann hätte ich auch nach Aldrun fliegen können und mich dann nach Gnamok lauert durchschlagen können. So, du kriegst erstmal auf die Fresse, weil du siehst gerade doof aus. Langwaffe, hey! Hatte ich länger keine Steigerung mehr. Das heißt, bei der Stärke brauche ich noch eine einzige Steigerung und dann wäre es mal wieder Zeit für ein Level-Up. Doch wenn ich hier gerade in der Gegend bin. Ach, ich habe so einen Erkundungstrieb, Leute. Tut mir leid. Das heißt, tut leid. Das gehört zum Spiel dazu. Wenn ich diesen Trieb nicht hätte, würde ich nicht lange Spaß an diesem Spiel haben. Hier muss man wirklich so ein willentlicher Erforscher sein. Und dort hinten sehe ich ein Schiffswrack. Und was sagt uns Spieleerfahrung das? Und so Rollenspielern? So erfahrenen Rollenspielern mit viel Expertise? Schiffswracks gehören generell untersucht. Ach, die Schlammkrabbe lasse ich mal leben. Dich aber nicht. Ach, komm schon. Da sieht man gleich wieder, Ausdauer ist alle, von daher dauert's lange. Hat sich ja fast gereimt. Aber eben nur fast. In diesem Baumsturm finden wir schon mal nichts. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich jetzt hier was ganz Tolles finden werde. Und unerforschtes Schiffswrack, okay. Bin ich eigentlich in der Nähe von irgendwas? Zeldanin. Wartet mal, ich bin nicht weit davon, als wenn ich hier einfach an der Küste lang gelaufen wäre. Was für einen Umweg bin ich eigentlich gelaufen? Schauen wir doch einfach mal rein, was hier gibt's. Aha. Eine Flasche. Das war's? Na toll. Super. Aber hier unten geht's auch in das Oberdeck genau und dort werde ich doch bestimmt irgendwas Sinnvolles finden. Oder? Ein Eimer brauche ich schon mal nicht. Ein treibendes Fass mit keinem Inhalt. Aha. Eine Kiste mit. Ey, das waren wohl Mondzuckertypen. Das waren wohl so Schmuggler. So. Ja. Böse, böse Schmuggler. Ihr könnt nur auf festem Boden rasten. So. Ich will nur eine Stunde warten. Ich will meine Ausdauer auffüllen, um mich direkt damit Wasseratmung ein bisschen hier vorzubereiten. Weil ich glaube, wenn ich da aufs Unterdeck gehe, werde ich nicht lange atmen können. Das hat wunderbar geklappt. Oh, ich kann hier sogar wieder auftauchen. Davon bin ich jetzt nicht mal ausgegangen. Liegt hier irgendwas rum? Ja, Kiste. Immerhin ein teurer Ring. Das ist schon mal ein bisschen zum Verticken. Ein Fass mit Aschekartoffeln. Eine Kiste mit Aschestatuen, die nichts wert sind. Behalt mal. Drei Diamanten. Das ist mal eine gewisse Belohnung. Immerhin. Und sechs Draken. Hey, aber drei Diamanten. Das bringt schon mal ein bisschen Geld.
Hat sich doch mal ein bisschen gelohnt. Das sind beim Kriecher. Ach, die kann ich bei ihm gar nicht verkaufen. Schade. Vergesse ich immer. Na gut, das hat doch schon mal ein bisschen was gebracht. Das ist doch ganz gut. Denn genug Geld werden wir nie haben können. Vor allem später, wenn die Fertigkeitsränge so hoch sind, dass das Training verdammt teuer wird. Silberlangschwert. Nice. Das ist von den Grundwerten her schon mal deutlich stärker als mein eigenes. Leider trägt das hier keine Verzauberung mit sich. Ich glaube, ich nehme es mal trotzdem mit und werde das mal verzaubern. Dass ich mal so ein bisschen das selber mal mache und euch auch mal zeigen kann. Na, Häckselblatt, cool. Ist das hier eine treibende Planke, mit der ich nichts anstellen kann? Das ist ja sehr sinnvoll. Und, naja, ich will nur kurz gucken, ob hier in direkter Nähe irgendwie was zu holen ist. Ne. Dort hinten ist irgendwie so eine Ahnengruft, aber ne. Vor allem die ist so weit abgeschieden, das macht mich dann fast schon wieder misstrauisch, ob ich da nicht irgendwie auf verdammt starke Gegner treffe. Es gibt nämlich schon so ein paar Orte, wo man auf Gegner trifft, die trotz allem. Ihr habt ja gerade schon gesehen, in dieser Sklavenhöhle. Da gibt es immer mal Gegner, die einem wirklich den sowas von dermaßen dick den Arsch versohlen, dass man überlegen sollte, erstmal woanders hinzugehen. Und dort hinten habe ich, glaube ich, vom Weiten, ich glaube es zumindest, eine Stadt gesehen. Oder ein Schiff oder so. Wartet mal. Kommt wieder ein Fisch an? Ja. Tja. Noch einer? Komm her. Oh, komm. So, geht doch. Okay, jetzt kommt die große Invasion der Klippenläufer, befürchte ich. Oder? Hä, übersehe ich was? Der Netzbulle wird mich ja wohl kaum angreifen. Ausdauer wiederherstellen wäre mal ganz praktisch. Mache ich das mal. Da kommt schon Monsieur Klippenläufer. Ja, komm runter. Stelle dich deinem Ende. Athletik werde ich jetzt nicht aufschreiben, weil Schnelligkeit mir immer noch egal ist. So, einen habe ich schon mal. Da hinten warten aber schon wieder die nächsten auf meine Klinge. Wieso habe ich eigentlich gerade 4 Boni? Ach, immer noch Ausdauer wiederherstellen. Ja, ihr seht schon, meine Tränke sind mittlerweile ziemlich stark und halten noch echt lange. Also, was heißt ziemlich stark? Sie sind stärker geworden. So. Und dort hinten wartet schon der nächste. Und wie ich gesagt habe, da hinten ist ein Schiff. Vielleicht sind wir jetzt endlich mal bei Laoz oder in der Nähe von einer Siedlung immerhin. Irgendwas. Ah, stirb durch meine Klinge. Du bist gestorben durch meine Klinge. Ja. Sehe ich richtig oder ist dort hinten. Sehe ich falsch, meine ich. Und ist. Oder ist dort hinten eine Höhle? Dort hinten ist eine Höhle. Ja. Oh Mann. Ich werde mal eine von diesen 3 Milliarden wirklich Seelensumpf-Dinger mal, obwohl, nicht bei einer Ratte, oder? Das ist ja Quatsch. Oder ist es eine erkrankte Ratte? Ne, ist eine normale Ratte. Die ist einen Seelenstein gar nicht wert. Bringt zu wenig. Blähspore, das ist eine hübsche Sache. Ja, Samsi. Bestimmt wieder so eine, was weiß ich. Wie heißt das nochmal? Sklavenhöhle oder so. Würde mich nicht wundern. Aber hey, wenn wir hier schon mal sind. Direkt mal Ausdauer wiederherstellen und rein in die gute Stube. Ich weiß, da war noch ein zweiter Effekt bei meinem Trank, aber das. Oh, shit. Ach du Scheiße. Okay. Nein. Wisst ihr was, Leute? Dieses Mal sage ich wirklich direkt, nein, ich lasse mich auf diesen ungleichen Kampf nicht ein. Da sind hier zwei Typen. Der eine zaubert sich sofort irgend so ein olles, hässliches Korpusvieh herbei. Oder was weiß ich, was war das? Todesläufer, weiß der Teufel, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Der andere Typ ist auch noch ein Rotwardon, verdammt gute Nahkämpfer. Da habe ich keine Lust, mich dem jetzt direkt entgegenzustellen. Brauche ich nicht. Ehrlich nicht. Weswegen ich mich jetzt einfach ganz gechillt zu diesem Schiff begeben werde, was ich vom Weiten gesehen habe. Greifst du mich jetzt direkt an, oder was? Tatsächlich? Seit wann greifen mich Schlammkrabben direkt an? Habe ich das vergessen? Ne, stimmt, die greifen mich immer direkt an. Oder? Ach, komm schon. Das ist ja wie
als ob ich Level 1 wäre, ganz am Anfang des Spiels. Aber wie gesagt, liegt an der Ausdauer. Ja, nehmen wir mal einen Pilz mit. Ich habe sowieso schon 1000 davon. Dort hinten ist noch ein Schiff, okay. Und eine Siedlung, hey, ja. Oh. Ein Moment der Freude. Danach komische Kampfmusik und man weiß ganz genau, ein Klippenläufer ist da, um mal wieder mal den Tag zu versauen. Aber du... komm schon. Stirb. Stirb endlich bitte mal durch meine verzauberte giftige Klinge. Das ist peinlich. Jetzt lade ich meinen Schlag mal richtig lange auf. Und bam. Na, hat nicht genützt. So, geht doch. Meine Fresse. Hey, das da hinten sieht sau interessant aus von Weitem. Werde ich auch mal näher anschauen. Aber erstmal das hier hinten. Was haben wir denn da? Ein Schiff. Ich wollte jetzt ein Ziff sagen, aber das wäre ein bisschen falsch gewesen. Da interessiert mich ja schon, was das für ein Schiff ist, ne? Fragen wir doch mal diese freundlich aussehenden Personen da oben auf dem Schiff, wer die so sind. Sieht aus wie der Captain, oder? Welfred der Bandit? Am Feuer, nicht wahr? Aha. Was wollt ihr? Solstheim? Hm. Kann ich hier an die Kisten ran oder stört euch das? Silberfunkenschwert? Das ist wie dieses Silberlangschwert, das ich gefunden habe, nur. Wow. Und das hat sogar eine stärkere Verzauberung als meins. Yeah! Ihr solltet euch eine Scheiße, es ist doch Diebstahl. Okay. Och Mann. Da finde ich endlich mal eine bessere Waffe als meine. Um die Waffe, die ich seit dem Anbeginn des Spiels trage, mal zu ersetzen. Und schon versucht mir jemand auf den Sack zu geben. Ich halte das für ziemlich doof. Aber da kann ich nichts dran ändern. Kann ich da wohl rein? Tatsächlich. Grightwake. Komischer Name. Bedrier. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Die neuesten Gerüchte. Nichts Neues. Höhlenratte. Okay. Das war's schon. Hast du irgendwie ein tolles Buch, das ich wenigstens lesen kann? Lass mich mal vorbei. Kommt. Sagt, was ihr wollt. Oder geht. Wenn ihr schon so Banditen seid und hier so offen ein Schiff habt, dann... Hey, Knochen Teil 2. Mittlere Rüstung. Das ist, glaube ich, Konstitution, ne? Genau. Kann ich notieren, obwohl es keinen wirklichen Sinn macht, aber ich hab's notiert und Punkt. Und das da drüber. Ohne Rüstung. Und ohne Rüstung war Schnelligkeit. Brauche ich eigentlich auch nicht notieren. So. Lass mich vorbei. Nicht so doof klicken. Kann ich da unten rein? Ich speichere mal lieber. Nicht, dass dort unten irgendwie feindselige Typen hausen. Man weiß ja nie. Sita, hast du neue Gerüchte? Auch nicht. Ihr seid alle so dermaßen langweilig. Siehst du mich hier hinten? Doch, er sieht mich voll. So vielleicht nicht mehr. Tatsächlich nicht. Die haben ja rohes Ebenerz. Wow. Okay. Ihr seid wohl Schmuggler, hä? Huh? Ah, so, jetzt hätte er mich entdeckt. Da ist nämlich genau damit das Symbol weggegangen. Gehe ich mal lieber fröhlich pfeifend hier nach hinten in den anderen Raum. Dort siehst du mich nicht mehr, oder? Doch, irgendwie schon. Hier aber nicht. Skatte, ja, besser als nichts. Und Salzreis, ja gut. Dann gehe ich nochmal aufs Unterdeck. Und hier ist noch einer. Ihr tanzt wohl gerne nah am Feuer, nicht wahr? Hefatmir, auch kein so toller Name. Ihr habt 1000 Aschestatuen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Schiff, das ich letztens erst geplündert habe. Neun Draken, wow, welch fesche Ausbeute. Naja. Aber es würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwann mal von irgendwem den Auftrag kriege, dieses Schiff auszuräuchern, weil, ne? Die wirken nicht gerade wie nette Typen, sondern eher wie Banditen und vor allem Ebenerzdiebe oder so. Oder Händler. Ich glaube, der Handel damit, ich bin mir nicht sicher, vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Mist, aber ich glaube, der Handel mit Ebenerzkram ist nicht gerade von vornherein so richtig doll gestattet und so. Und dort vorne ist ein kleines Dörfchen. Sag mir bitte, dass es Lauart ist. Bitte.
Lass es Lawat sein, bitte. Tu mir den Gefallen. Ja? Ich bin immer noch eine Lawat. Oh, endlich! Wir sind da, Leute! Wuhu! Und ich würde sagen, da wir schon mal in Lawat sind... Oh, Akrobatik. Ich habe Stärke voll. Da möchte ich jetzt aber eins rausfinden, weil dort hinten ist ja ein Schiff so an der Anlegestelle. Und da will ich jetzt direkt mal rausfinden, von welchen verdammten Orten ich einfach ein Schiff hier hätte hinnehmen können. Klar, ich habe unterwegs auch einige Sachen so entdeckt und so, aber trotzdem. Ebenherz, Gnamok, Vivek, Fremdenviertel, Monaco. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Fürs nächste Mal kann ich einfach ein Schiff nehmen. Ich merk's mir. Doch was wir jetzt alles so in Lawat machen werden, weil wenn ich schon hier hingelaufen bin, dann will ich es auch komplett erkunden. Das machen wir jetzt gemeinsam beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Mein Name ist Alex, bis dann!